Und damit recht herzlich willkommen zurück. Leute, ich sehe gerade unsere Medikamente, die neigen sich dem Ende zu. Aber das ist kein Problem für uns. Ich werde gleich mal Ressourcen, den Händler rufen. Was brauchen wir noch? Benzin bräuchten wir auch. Ersatzteilhändler. Ja, komm. Ich meine, wir haben reichlich Einfluss. Gehen wir der Reihe nach. Wir machen erstmal Medikamente. Wir rufen erstmal einen Medikamentenhändler. So. Und wir können hier auch noch. Wir können hier auch noch ein bisschen Zeug verticken. Was wir hier so haben. Die ganzen Sechser-Rucksäcke und alles so ein Scheiß. Braucht keine Sau. Wir haben hier noch, genau. Können wir auch alles verticken. So. Hier vorne, perfekt. How about we see what we've got? Yeah, sure. So, erstmal verticken wir die das ganze Zeug hier. So. Und dann holen wir uns die ganzen Medikamente. So. Would you like to trade? All right. Ja. Komm. Let's trade, okay? Okay. This place feels okay. Like home. Much obliged. How about we see what we've got? All right. So. So, hätten wir auf jeden Fall wieder ausgesorgt. Medikamentenmäßig, ne? Ja. Sieht ganz nett aus. So. Mehr hatte er jetzt nicht. Ich würde jetzt tatsächlich nochmal. Baumaterialien haben wir auch. Munition haben wir am. Ne. Zu essen haben wir am meisten. Das kann auch so bleiben, aber Ersatzteile. Ja. Ja. We got someone back at base looking to trade. Can you come deal with it? Was könnten wir ihn. Hier haben wir so ein. This is quite a load I'm carrying. Okay. Das können wir ihn verticken. Sima-Rucksäcke. Ja, schön, dass diese Mission endlich abgeschlossen ist, dass wir die nicht gemacht haben. Weil, wie gesagt, die sind dermaßen undankbar. Okay. So, wo bist du denn? Hier vorne. How about we see what we've got? Yeah, sure. Erstmal verticken. So, Ersatzteile. Was hast du noch? Was? Ein Computerbuch. Toolkits hast du auch. Ich würde dir die ganzen Ersatzteile, die würde ich dir abkaufen. Ist ein Mechanikerbuch, Computerbuch. Ja. Jetzt muss ich gleich mal gucken, ob wir auch noch irgendwie irgendwelche Bücher noch haben, die wir nicht brauchen. Wir haben hier tatsächlich noch ein Gartenbuch. Ein Kochbuch. Chemiebuch werden wir dir auch mal verticken. How about we see what we've got? Oh ja. Genau. So, okay.
alles in allem hat sich das gelohnt. So, jetzt muss ich mal gucken. Hier wäre auch noch eine Quest. Ich würde gerne hier hochfahren wollen. Ich meine, ein bisschen was zu looten gibt es hier noch. Ja, komm. Wir fahren hier hoch. Aber das machst nicht du. Er ist infiziert, sehe ich gerade. Schicken wir dich auf die Krankenstation. Und wen nehmen wir denn da? Wir können unseren Anführer nehmen. Und du kommst mit. Hey, you wanna be a good neighbor and come help us out with this? Die wachsamen Zuschauer. What's up? Gut, er ist auch, hat auch nichts bei. Wie gesagt, das dauert doch wirklich nicht mehr lange. Und dann werden wir den Schwierigkeitsgrad, den werden wir ändern. Eindeutig. So, tanken. Weil, ist ja offensichtlich, hier gibt es kaum noch Zeug zum Looten. Und hier vielleicht noch ganzen Ruinen. Aber ich glaube, so viel neues Zeug werden wir da auch nicht finden. Vielleicht vereinzelt. Hier oben könnten wir auf jeden Fall noch. Da werden wir jetzt noch hin. Dann fahren wir einmal außen rum. Ich habe ehrlich gesagt noch keine Lust, durch die Stadt zu fahren. So. Tschüss. Hatte ja jetzt die Tage ein bisschen Zeit zu überlegen, wie wir jetzt weiter vorgehen. Und ich hatte ja mal angesprochen, dass wir den Schwierigkeitsgrad auch so einstellen oder generell das Spiel so einstellen können, dass es individuell ist, dass es eben mehr Loot-Zeug gibt und alles. Und, ja. Also wirklich individuell einstellen. Das habe ich mir durch den Kopf gehen lassen, aber ich bleib dabei. Also wenn ich sage Albtraumzone, dann meine ich auch wirklich Albtraumzone und nicht nur individuell. Weil das kann ja eben nicht jeder. Wir stellen alles auf Albtraum ein und gut ist. Ich bleib dabei. Okay, jetzt muss man ziehen. Wie gesagt, wir sind ja schon eine ganze Weile in der Schreckenszone. Und so ein Tapetenwechsel tut uns, glaube ich, allen gut. Bei der nächsten rechts. Okay. So
muss richtig schön ballern. So. Hier haben wir auf jeden Fall noch einen Schuppen. Alter, wie das aussieht jedes Mal, ey. Was soll's denn hier zu holen geben? Hä? Ach da. Not bad. Und das meine ich nämlich, ist jetzt eigentlich im Grunde genommen nur Kleinzeug, was wir jetzt hier noch, was wir jetzt hier noch finden würden. Irgendwie habe ich auch Bock auf Albtraumzone, ey, ganz ehrlich. We can use this. Damit können wir schön handeln. Habe ich richtig Bock zu. Mehr Action, mehr Spannung. Zombie-Bedrohungen werden härter. Und wir heben das Niveau. Heads up. I think we still got company. Nope, nothing. Okay. Ist auch nichts. Bestimmt draußen. Genommen eben gerade. Stripped clean. Das hätten wir auch. Hier könnten wir auf jeden Fall noch mal hin. Hier wollten wir eigentlich auch ursprünglich hin. Der hat gleich. So, steig ein. Zed's coming in from all sides. Also entscheiden kann der sich auch nicht. Sind wir jetzt schon mal hier? Hier sind auch noch öffentliche Toiletten. Ach du Scheiße. Alter. Gut, da war jetzt ja nichts drin. Hier kriegen. Hier ist auch nichts. Andere Seite. So, genau. Ja, yeah, all clear. Da. Time to move on. Sehr schön. Medikamente haben wir gekriegt. So muss das laufen. Wir die Medis mal eben weg im Transporter rein. I'm on my last legs here.
Und da sind auf jeden Fall noch Fabrikhallen. That's enough sitting around. So. I gotta get back to work. Hier haben wir noch einen Funkturm. Würde ich gerne, ganz gerne mal rauf. Vielleicht haben wir dort ein oder andere übersehen. Gibt's auf jeden Fall auch Zeug. So much for this place. Ich meine, das dürfen wir nachher in der Albtraumzone sowieso machen. Jetzt mal auskundschaften. Ausspähen. So, schauen wir doch mal. Orte untersucht. Da ist auf jeden Fall, es muss hier irgendwo noch ein Fragezeichen sein. Da. Das war auch noch nicht alles. Da unten. Yep, we got a screamer over here. Schreihals. Und hier ist irgendwo, irgendwo noch. Irgendwo ist hier noch was. Hm. Könnte wetten, das sehe ich dann nachher wieder, wenn ich mir meine, wenn ich mir die Aufnahmen angucke, ey. Ist egal. Aber eine schöne Sicht von hier oben. Muss ich ja mal sagen, ey. Du kannst bis zu diesem Flugzeug gucken, ey. Ist das geil. Und diese Felsformation da hinten, das sieht aus wie so ein M. Versteckt ein Easter Egg? Fragezeichen. Ist das geil, ey. Du kannst hier richtig weit gucken, ey. Und das, liebe Leute hier, richte niemals eine Waffe auf einen Menschen. Das macht man eigentlich nicht. Okay. So. Belehrungsstunde vorbei. Okay. So, wir wollten hier noch in die Lagerhallen rein. Ist die tatsächlich da hinten? Ist das? Okay. Muss ich doch noch ein Stück vorfahren. Alter, qualmt die Karre wieder. Das meine ich, ey. Und er kann nicht vernünftig aussteigen, ey. So. Ich sehe die Schlampe. Also wirklich auf dem Schirm hat sie uns nicht. Schön stehen bleiben. Okay. Ist er jetzt tatsächlich... Er ist tatsächlich rausgelaufen. Hat da Zombies wieder auf sich aufmerksam? Ach nee, es ist manchmal... Kopfschütteln, ey. Ich meine, wenn du einen zweiten mit dabei hast, kannst du natürlich mehr tragen, ne? Ja, all clear. Und ich glaube, wir kriegen gleich Gesellschaft. Chemikalien. Die ist aber noch da hinten. This one's cleaned out. Sehr schön.
in der Halle. Da ist ordentlich Betrieb. Leute, wenn ich jetzt baller, dann sind wir mehr als so gefickt, ey. So. Andere Seite. A bloater. Wo? Ach, da unten. Ja, scheiße. Nee, das kann ich ja nun gar nicht gebrauchen. Don't tell me you forgot about the favor you were doing me. Gehen wir so runter. Und ein Screamer. Da steht ein Screamer. Der hat uns aber noch nicht gesichtet. Ziemlich großer Schuppen. Ach ne, hier, alles klar. Ich wollte schon sagen, hä? Nobody here but us. Oh, I like this. What do you call a zombie with no eyes that runs on all fours? Too late, it just killed you. Seriously, I hate 22er Patronen. Okay, erst. Ist mein Mitstreiter? Da. Hm? Alter, er hängt schon wieder da ganz hinten. War er eben schon wieder, ey. Das kann nicht wahr sein. Na gut, mit ihm können wir jetzt ja nicht. Er ist eben nicht auf Verstohlenheit geskillt. Müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein jetzt hier. So. We found worse, I suppose. Oben. Da oben. Na klar. Ja, scheiß drauf jetzt. We got income. Finish with the stuff. That was my last shot. Shit. Mal weg. Scheiße, kommen wir nicht hoch. Oh Gott.
buggt gerade ein bisschen. Wo verdammt nochmal ist unser Mitstreiter? Haben wir den nach Hause geschickt? Sieht wohl so aus. Und hier sind auch noch Läden. Aber der war ja eh voll. Voll bepackt. Also von daher ist es nicht so schlimm. Sei ja so eine Nummern wie eben, das müssen wir vermeiden. Das ist echt so. Genau, wollte ich doch meinen. Na komm, ich suche. Ja, ich sag immer wieder, es lohnt sich manchmal auch. Es lohnt sich auch, auf die Dächer zu gehen. Hätten wir wieder ein bisschen mehr weg hier. Ja, jetzt sind hier nur noch vereinzelte Häuser. Hier haben wir noch einen Außenposten, genau. Die Stadt ist komplett leer gelootet. Außer dieser Schuppen. Aber da muss ich jetzt nicht hinfahren extra. Ja, ansonsten... Gut, da scheiße ich jetzt auch mal drauf, auf die Ecke. Hier haben wir auch noch ein Haus. Wo sind wir denn? Hier oben. Okay. Hier gibt es auf jeden Fall noch Zeug. Dann machen wir es so. Ich packe jetzt meine 7 Sachen, fahre jetzt hier hin. Hier ist auch noch ein Seuchenherz, das können wir von mir aus auch noch klären. Und werde hier noch looten. Das hier, dieses Areal. Hä? Jetzt ist er auf einmal wieder da. Ach. Nee. Sag dazu jetzt nichts. Absolut nicht. Wie sieht's denn aus, munitionstechnisch? Okay. Wir können sehen die Karte. Wir hatten ja hier schon mal einen Außenposten. Wo war denn der? Hier, Medikamente. No dice. Mach du mal weiter. Ach Quatsch. Ist ja auch Verstohlenheit geskillt. Du kommst hier rein natürlich. Und das Telefon klingelt gerade. So, okay. Ja, so ist das, wenn man... Ich bin halt nicht... ich bin halt nicht alleine. Ja. Meine Frau ist auch hier. So, muss ich trotzdem mal gucken. Leicht verwirrt gerade so ein bisschen. Wo war denn... Da war der Munitionsladen, genau. Den würde ich jetzt auch auflösen wollen. So... Den verlassen war. Ein Moment. So. Und den beanspruchen wir für uns. The outpost is secure. It's good to go. Okay. Kann ich an der Stelle das ganze Zeug auch. Reinhauen. Geben wir dir noch. Du hast auf jeden Fall noch. Warte mal. Ich will hier einmal noch Munition mitgeben.
Jo, okay. Alter, von den 22er Patronen haben wir sau viel, ey. Den Händler haben wir hier auch noch. Okay. Nehme ich mir noch einen Verband mit. Oder Schmerzmittel. Einmal starkes Schmerzmittel. Komm, einmal werten wir noch die Karre auf. So, dann fahren wir jetzt dahin, ziehen unser Ding da durch. Und, ja, wie gesagt, ich werde noch ein bisschen Micromanagement betreiben. Ne? Das müsst ihr jetzt nicht unbedingt. Müsst ihr jetzt nicht unbedingt sehen. Und die nächste Folge werden wir dann in die Albtraumzone gehen. Okay, now where's that plague heart hiding? Naja. Also jetzt sind wir auch zu zweit. Also von daher dürfte das eigentlich machbar sein. Mal sehen, wo ist das solche Herz da? Da oben drinne. Falls es eskalieren sollte. Ah, ich sehe schon. Scheiße. Here for a job. Time to do it. Alter, es eskaliert. Steig ein.
Ja, wir gehen da gleich nochmal rein. Until we take out that nearby plague heart, this place can't really be secured. Mehr. So. Wir gehen da jetzt auf jeden Fall nochmal rein. Ziehen eine schöne Wildwestnummer ab. Naja. Ist auf jeden Fall eine Horde. Wir werden ja eben die Scheiße an der Hand. We're on to bigger and better things. Oh, das ist ein Screamer. Baumaterialien, okay. Ich würde sagen, ich fahre die Karre ein Stück vor. Gibt's auf jeden Fall noch Zeug. I need a quick break. Scheiße, Mann. Habe ich mich nicht eben am Kaffee verschluckt, ey. Gefühlt ist es auf jeden Fall die 100. Tasse schon am Tag, also passt schon. Scheiße. Ja. Damn, we got incoming. Hier waren die Baumaterialien drin, okay. Vergiss es. So. Damn it all, it's a horse. Thank you.
Scheiße, wo waren? Haben wir irgendwas übersehen? Da haben wir das jetzt leer gelootet hier. Ja, doch, leer gelootet, okay. Hier ist noch ein Schuppen. Ersatzteile. Coast is clear. I just had to go and invite the undead. Okay, hat auch noch einen Packsack mit bei. Ersatzteile. Locked up. Nobody here but us. Gut. Ist hier unten. Nicht die Karre. Der wandernde Händler ist der Druck verschwunden. Ich weiß nicht, ob wir das noch schaffen. Ist auf jeden Fall noch eine Seuchenprobe. Ja, okay. Mal alles mitnehmen. Like we can breathe easy for a bit. Where am I gonna put that? Scheiße, Chemikalien. Benzin. Hier. Sehr schön. Gut. Yeah? Dann mach du mal weiter. Right point. I'll follow. Du kannst auf jeden Fall. Hier war das, glaube ich, hier war das Benzin drin. Genau, Benzin haben wir bei. Schaltkreise. Okay. Das kriegen wir jetzt nicht mehr mit. Ich würde jetzt tatsächlich runterfahren wollen zum Händler. Wenn wir das noch schaffen sollten. Na, 10 Minuten doch. Eigentlich ist es machbar. Da jetzt runterfahren. Die nächste Folge, da sind wir dann in der Albtraumzone. Können wir uns langsam schon mal dran gewöhnen, dass wir uns bereit machen für die Todeszone. Das ist sozusagen die Generalprobe. Nee, ich falle jetzt runter. Naja. Und wir müssen jetzt hier lang. Hilft nichts. Wenn die Folge jetzt hier ein bisschen länger dauert, dann ist es gewollt.
Ich habe mir das jetzt so eingetrichtert. Ich habe jetzt den Wecker hier zu stehen. Kann ich in etwa sehen. Kann ich sehen, wie lange so eine Folge eigentlich geht. Weil manchmal überziehe ich auch. Aber wie gesagt, ist ja große feste Regeln habe ich ja hier nicht. Also von daher alles gut. Muss die Arschwäge da. See a stranger over there. Hi there. Let's make a deal. All right. Okay. Let's make a deal. All right. Benzin. Ein Benzinhändler. Komm, wenn wir schon mal dabei sind. Benzin können wir auch gebrauchen. Mysteriöser wandelnder Händler. Der hat auf jeden Fall geiles Zeug. So viel ist sicher. Können wir die noch irgendwas andrehen? Beim Benzin brauchen wir die nicht andrehen. Ah, hier, genau. Die habe ich, die Standbohrmaschine, die habe ich doppelt. Und das kann man zerlegen. Und Chemikalien, die brauchen wir selber. Nee. Gut. Wo ist der Händler? Boah, da hinten. Hm. Zombie-Bedrohung haben wir auch noch zu Hause. Ja, es gibt Arbeit, Leute. Und, ja, ja. Scheiße, ja, alles gemein. Schnauze halten, hab ich gesagt. Meine Herren. Und ich wechsle gleich mal. Ja. Mach du mal weiter mit deiner ultra-lauten Schrotflinte. Sehr schön, ne, wir sind... Der Laden ist auf jeden Fall voll. Die Bedrohung jetzt hier, die nehmen wir auf jeden Fall auch noch mit. Hat auf jeden Fall Einfluss. Okay, so. So, dann... Das auch. Jetzt zu dir. 99 Teile, genau. Okay. So, wechseln wir wieder. Okay, people. Time to fight. So, und reiß ein paar Arsche auf. Können von mir aus kommen. Ach. Und
3, 2, 1 und... Wir haben Creeps practically climbing on top of our home! We're not done yet. Push them back! Könnt ihr den... Können den Screamer nicht erledigen. So, machen wir das halt. No rest for the wicked. We got another wave coming. Ja, von mir aus sollen sie kommen. Oh Gott, scheiße. And stay. Ja, das war noch nicht alles. Ich meine, wir locken jetzt dann natürlich auch welche an, ne? Ich meine, die Schrotflinte, die ist nicht besonders leise. Definitiv nicht. Ah, scheiße, noch eins. Ich liebe diese Pistole. Die Pistole. Ich liebe die Schrotflinte, ey. Keine Waffe. Ja, komm, wir sind jetzt ein bisschen leiser. Weil sonst sind das nämlich hier nie ein Ende. Und ich glaube, das war's jetzt, ne? Jupp. Das hätten wir. Den Einfluss, den haben wir auch wieder. Ja, die Wildbeuter, die können mich mal kreuzweise zu dem Händler da. So, am Arsch der Heide, ey. So. Ja. Unsere Base ist gestärkt von der Moral her. Ich bin's auch. Wo ich ein anstrengendes Wochenende hatte, so ein bisschen. Also positiv anstrengend, nicht negativ. Ja, und wie gesagt, Leute, ich werde jetzt gleich noch ein bisschen Micromanagement betreiben. Das müsst ihr nicht unbedingt mit angucken, weil es stinklangweilig eigentlich ist. In der nächsten Folge sehen wir uns dann in der Albtraumzone. Wird doch mal langsam Zeit. Zeit für einen Tapetenwechsel. Zeit für neue Herausforderungen. Ich freue mich, dass ihr fleißig guckt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal und dann geht's ab in die Albtraumzone. Bis dahin. Tschüss.